Da, das sind die Eier, Sally. Die Eier musst du nachmachen. So Jungs, sorry, aber ich schlag dich zum Ritter, dich zum Oberritter und dich zu Ellas Babysitter. Sally, nein! Wir wollen den Film anschauen. Bitte, bitte, bring sie zur Oma, bitte. Sorry, Schatz, aber ich muss in die Küche, denn ich muss jetzt was backen. Jungs, sorry, Veranstaltung ist vorbei. Kim, können wir zu dir gehen fahren? Boah, was ein Drache. Hey, das habe ich gehört, es gibt eine Abmahnung. Also, dann nimm du die Kids und ich back das Drachenei. Los, Jungs, auf die Los. Pferde! Heute backe ich also eine Torte zur Serie Game of Thrones. Game of Thrones ist die weltweit erfolgreichste Serie und jetzt startet gerade die 7. Staffel nur auf Sky Entertainment. In der Serie geht es um Macht, um den Thronkampf, um Liebe, um Intrigen, auch um Hass. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Serie erst ab 16 ist. Das heißt, Kinder sollten die Serie auf keinen Fall sehen. Das ist wirklich nur was für Erwachsene. Und deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich überhaupt eine Torte auf meinem Kanal machen soll. Wobei wirklich ganz, ganz viele Zuschauer mich danach gefragt haben. Auch der Murat und die Jungs sind wirklich totale Game of Thrones Fans und sitzen jede Woche da und warten jetzt einfach nur noch auf den Serienstart der 7. Staffel. Am 17.07. startet also die Serie Game of Thrones auf Sky. Murat und die Jungs, sie freuen sich schon richtig drauf. Und momentan gibt es das Sky Ticket Entertainment. Das kostet im Juli und August nur 1 Euro. Und ihr könnt euch dort sogar die Staffeln 1 bis 6 komplett anschauen. In Originalsprache oder auch auf Deutsch. Und das Ganze ist monatlich kündbar. Und? Ich würde euch empfehlen, das von der ersten Staffel nochmal anzuschauen. Das heißt, dass ihr die nächsten 3 Monate, 4 Monate beschäftigt. Ach was, in 2 Monaten hat man das durch. Und dann startet eben im Juli jetzt die 7. Staffel. Und ihr könnt euch dann jede Woche eine neue Folge anschauen, bis hin zum Finale. Also es haben wirklich ganz, ganz, ganz viele Zuschauer geschrieben, ob ich denn nicht eine Torte machen könnte. Dann habe ich gedacht, okay, was überlege ich mir? Also habe ich diese Torte gebacken. Und zwar habe ich hier 1 der 3 Dracheneier gebacken. Und im Inneren der Torte habe ich eine Schokotorte, Red Velvet, mit einer Herrenschokoladenganache und einer Zartbitterganache. Und das Ganze ist wirklich super lecker. Und die Torte habe ich insgesamt an 3 Tagen zubereitet. Das heißt, nehmt euch am besten ein bisschen Zeit und so könnt ihr dann das Ganze wirklich super toll vorbereiten. Jetzt spanne ich euch gar nicht länger auf die Folter, sondern zeige euch, wie man diese Torte herstellt, angefangen bei Tag 1. Los geht's jetzt mit dem Drachenei. Das werde ich jetzt zuerst formen. Und ihr könnt das Drachenei entweder aus Kuchenteig machen oder aus einer Rice Krispie Masse. Eine Rice Krispie Masse, die besteht aus Marshmallows und Rice Krispies, also Puffreis. Und das ist natürlich von Vorteil, denn dann ist die Masse nicht so schwer. Und vor allem kann man sie beliebig formen und muss jetzt keinen Kuchen zurechtschneiden. Das heißt, entscheidet ihr einfach, ob ihr Kuchenteig macht oder Rice Krispie. Für die Rice Krispie Masse brauche ich 400 Gramm Rice Krispies. Das sind jetzt Schoko Krispies. 400 Gramm Marshmallows und 30 Gramm Butter. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Marshmallows, die kommen jetzt in eine Pfanne. Dann nehme ich jetzt eine Teflon-beschichtete Pfanne, einfach damit sie nicht ankleben. Und werde die Pfanne jetzt auf mittlere Stufe stellen und die Marshmallows darin schmelzen. Nach etwa 5 Minuten sieht die Masse jetzt so aus. Jetzt kommt die Butter mit dazu und dann rühre ich noch mal kurz, bis die Butter auch geschmolzen ist. Und anschließend kommt diese klebrige Masse direkt mit zu den Rice Krispies. In die Pfanne gebt ihr jetzt übrigens am besten etwas Wasser rein, lasst es aufkochen und dann bekommt ihr auch alle Reste wunderbar raus. Und die Masse hier, die ist jetzt sehr heiß, auch wenn sie nicht so heiß aussieht. Deswegen rührt sie jetzt zuerst einmal, soweit es geht, mit einem Kochlöffel durch oder mit einem Teigschaber. Und anschließend ziehe ich mir Einweghandschuhe an und dann kann ich sie nochmal schön durchkneten. So, jetzt habe ich die Masse durchgemischt. Und es ist eine ziemlich klebrige Angelegenheit, das heißt, ihr könnt auch die Handschuhhände noch ein bisschen mit Kokosfett oder zum Beispiel mit Butter ein bisschen einschmieren, einfach damit es nicht zu sehr klebt. Jetzt werde ich hier draus ein Ei formen.
Das heißt, die Masse schön zusammendrücken. So wird sie einfach ein bisschen kompakter. Und was ich ganz toll an der Marshmallow-Masse finde, an der Rice Krispie-Masse, die schmeckt halt wirklich super lecker. Das heißt, später wird dann auch das Ei geköpft und das ist wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt könnt ihr das, um das noch ein bisschen kompakter zu machen, einfach so ein bisschen auf die Arbeitsfläche auch draufknallen und schön in Eiform bringen. Jetzt habe ich hier die Eiform. Das Ei darf jetzt nicht zu spitz sein, sondern sollte ein bisschen bauchiger bleiben. So ist es wirklich super. Und jetzt werde ich es in Frischhaltefolie einpacken, denn beim Trocknen kann es jetzt einfach passieren, dass es nochmal so ein bisschen auseinander geht. Und ich möchte, dass es jetzt so in Form bleibt, wie ich es zurechtgedrückt habe. Und dann kann ich so diese Marshmallow Crispy, also die Rice Crispy Masse, einfach so etwa über Nacht trocknen lassen. Und weiter geht's mit der Deko. Als nächstes sind jetzt die Schwerter dran und die forme ich jetzt aus Modellierschokolade, denn Modellierschokolade kann man wirklich super toll formen. Man kann daraus Figuren machen oder so wie hier auf der Packung Himbeeren auch machen. Und die ist super einfach zu verarbeiten, weil sie durch die Handwärme weich wird und weil sie dann einfach beim Erkalten auch wieder hart wird. Die werde ich jetzt nehmen. Ich habe jetzt ein Rot, ihr könnt jede andere Farbe nehmen, Hauptsache was Dunkles, denn später werden die Schwerter sowieso mit Pulverfarbe eingeschmiert und dann sieht man den Untergrund nicht mehr. Schwarz wäre jetzt auch möglich, aber ich nehme jetzt Rot. Und das habe ich jetzt bereits weich geknetet und rolle das jetzt mit Hilfe von Bäckerstärke auf 3 mm Stärke aus. Und da habe ich jetzt einfach diese zwei Teighölzer, die Abstandshölzer, und damit geht es echt super einfach. So, jetzt nehme ich eine Unterlage, da nehme ich jetzt einfach meinen Tortenretter. Und jetzt werde ich Schwerter zurechtschneiden, das heißt zuerst einmal die Klingen und die mache ich jetzt etwa 5 mm breit. Das heißt, ich brauche jetzt lauter 5 mm breite Streifen. Jetzt werden gleich die Klingen zurechtgeschnitten. Wegen der Länge muss ich jetzt einfach mal schauen, wie hoch die Torte sein wird. Und ich habe jetzt hier einen extra hohen Tortenring genommen, einen Backring. Und zwar hat der die Höhe von 12 cm. So hoch soll in etwa später die Torte werden. Ich werde sie wahrscheinlich nur 8, 9 bis 10 cm hoch machen. Das ist aber jetzt die ideale Grundlage, damit ich hier einfach später die Schwerterfront so hinmachen kann. Das heißt, das stelle ich kurz zur Seite. Und die längsten Schwerter, die werden auch so ein bisschen drüber hinausragen. Das heißt 12 bis 13 cm. Die kürzeren vorne eher 8 bis 9. Und deswegen schneide ich die jetzt hier einfach zurecht. Eben in der Länge von 8 bis insgesamt 13 cm. Also einfach ganz unterschiedlich. Und damit es auch eine Schwertlinge wird, muss vorne natürlich eine Spitze dran. Und jetzt könnt ihr nochmal die zwei Teighölzer zur Hilfe nehmen, damit es wirklich auch gerade liegt. Und jetzt kommt in die Mitte einfach noch so ein kleiner Schlitz. Den könnt ihr entweder mit einem stumpfen Messer machen oder einfach mit einem anderen geraden Gegenstand. Ein Lineal zum Beispiel geht da auf jeden Fall auch. Noch sieht das alles aus wie ein Gartenzaun, aber das werden gleich Schwertklingen. Und die überschüssige Bäckerstärke, die könnt ihr super einfach mit einem Pinsel einfach wegpudern. Und die Klingen lasse ich jetzt erstmal eine halbe Stunde bis Stunde antrocknen, bevor ich dann das komplette Gerüst mache. Die Schwertklingen sind jetzt angetrocknet, jetzt kann ich das Gerüst machen. Hier habe ich jetzt einen Streifen Backpapier. Und zwar, wenn das jetzt meine Torte wäre, also 20 cm, dann halte ich den jetzt hier dran und der geht so nicht ganz halb rum, sondern nur etwa ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel und ist auch leicht höher als der Tortenring. Das heißt, es sind jetzt schon mal so 13 cm, so hoch wird es jetzt nicht, aber den brauche ich jetzt als Basis und bestreiche den jetzt einfach mit etwas Kokosfett. Könnt ihr mit den Fingern machen oder einfach mit einem Pinsel. Und das Kokosfett sorgt jetzt dafür, dass sich das, was ich jetzt hier drauf lege, dass es eben nicht verrutscht. Und jetzt nehme ich die Schwertklingen und fange jetzt von hinten an. Das werden jetzt mehrere Schichten, so etwa 3. Und das soll jetzt so aussehen, als würden die hinteren draufstehen. Das heißt, ich muss jetzt einmal kurz die Bäckerstärke wegpudern, damit es besser klebt.
Und dann lege ich das erste in die Mitte. Die zwei anderen lege ich jetzt so hin, wie einen Fächer. Und jetzt kommen die übrigen Schwertklingen einfach rein. Bis auf etwa 6 bis 8 Stück. Die werde ich nämlich übrig lassen. Die werden nämlich dann mit der Schwertlinge nach unten hingelegt. Und das ist einfach dann die vorderste Reihe. Und die bekommt natürlich dann auch noch Griffe. Und damit die schön zusammenkleben, nehme ich hier jetzt gleich essbaren Kleber. Und damit klebe ich die gleich aneinander, sobald ich natürlich erst weiß, wie sie hier dran kommen. Ich glaube, jetzt kann man so ein bisschen erkennen, was es werden soll. Ich habe jetzt hier unten die Fläche gerade abgeschnitten und hier habe ich jetzt noch ein paar Stützen drin. Das hier sind jetzt Stützen, die habe ich jetzt nur drunter gelegt, damit die Schwerter einfach nicht nach unten abknicken, sondern wirklich 3D oben bleiben. Und dann habe ich noch unten dran ein paar Stützen, die habe ich angeklebt. Und so habe ich dafür einfach so Stückreste hier genommen und drunter geklebt, sodass man es eben nicht sieht. Für den Griff nehme ich jetzt ein ganz kleines Stück Modellierschokolade und forme es zu einer langen Rolle. Und jetzt drücke ich es in Form, das heißt mit beiden Händen, so wie so ein Kleiderbügel. Hinten schneide ich jetzt was weg und dieses Ende nehme ich jetzt, forme es zu einer Kugel. Und dann formt ihr das Ende hier hinten so ein bisschen flach, entweder mit einem Löffel oder mit einem Modellierwerkzeug. Da kommt etwas Kleber drauf. Und mit einem kleinen Balltool kann ich jetzt die Kugel aufspießen und dann einfach hier hinten draufkleben. Und so lasse ich den Griff jetzt hier hinten erstmal antrocknen und am Ende sieht es dann so aus. Die Schwerter sind jetzt angeordnet, jetzt muss ich sie trocknen lassen und dafür stülpe ich sie jetzt hier über den Backring. Damit der Backring nicht verrutscht, habe ich den jetzt einfach hier in den eckigen Backrahmen gestellt und streiche jetzt hier ein bisschen vom Fett drauf, damit das Backpapier schön dran klebt. Und jetzt lege ich das ganz vorsichtig drauf. So. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum ich das so mache. Ich möchte ja jetzt schon mal diese rundliche Form haben und so kann das Ganze jetzt wirklich auch 4-5 Tage durchtrocknen. 2 Tage würde ich es mindestens trocknen lassen. Ich habe jetzt alles vorbereitet und die Dekoteile dürfen jetzt durchtrocknen und aushärten. Bei mir geht es jetzt morgen weiter, aber ihr könnt im Prinzip, wenn ihr auch schon eine Woche vorher Zeit habt, wirklich alles, was ich heute an diesem Tag gemacht habe, schon vorbereiten und dann erst 5-6 Tage später Tag 2 und Tag 3 machen und somit die Kuchenböden backen und die Torte fertig dekorieren. Heute bin ich jetzt bereit für den Teig und zwar habe ich mir gedacht, mache ich einen Red Velvet Cake, also einen roten Samtkuchen. Wer mein Backbuch hat, also das, was da hinten steht, Sally's Classics, der kennt das Rezept bereits, denn dieses Rezept werde ich nehmen. Das ist ein Rührteig und ich finde, die Farbe Rot passt auch wirklich sehr gut zur Torte. Und ich bereite jetzt heute den Teig vor, damit ich morgen die Torte füllen und fertig dekorieren kann. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Für den Red Velvet Teig brauche ich 350 Gramm weiche Butter, 350 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 6 Zimmer warme Eier, 350 Gramm Mehl, 80 Gramm Kakaopulver, ein Viertel Teelöffel Backpulver, einen Viertel Teelöffel Natron, einen Esslöffel Essig, 500 Gramm zimmerwarme Buttermilch und hier habe ich noch Lebensmittelfarbpaste in Rot. Wichtig ist, dass alle Zutaten die gleiche Temperatur und am besten Zimmertemperatur haben. Jetzt kommt die Butter in eine große Schüssel. Ihr könnt es jetzt mit dem Handrührgerät auch machen oder mit der Küchenmaschine. Der Teig muss einfach sehr lange gerührt werden. Da kommt jetzt der Zucker mit rein. Salz und Vanilleextrakt. Und jetzt lasse ich die Masse für etwa 4 bis 5 Minuten rühren. Mitten im Backvorgang ist jetzt das Schlimmste passiert, was passieren kann, denn mein einer Backofen ist ausgefallen, der heizt einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ich muss jetzt kurz stoppen, denn die Teigmenge ist ja für 2 Backbleche gedacht. Das heißt, ich kann jetzt den Teig nicht rühren, hier reinfüllen, einen backen und dann den anderen danach, denn das Backpulver da drin, das wirkt ja und ansonsten geht der Teig einfach nicht mehr schön auf. Das heißt, ich lasse jetzt hier kurz die Zutaten stehen. Murat ist nämlich gerade schon losgezogen, er holt jetzt einen neuen Backofen.
Denn wir hatten sowieso eine neue Herdplatte bestellt, weil Murat sich ja hier draufgelehnt hatte und hier leider ein Riss drin ist und die Herdplatte einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, ich warte jetzt kurz mit dem Backvorgang. Hier wird die Herdplatte und der Backofen werden ausgetauscht und dann geht's gleich wieder mit dem Teig weiter. Wenn ich jetzt gerade noch besetzt ist, setze ich mich jetzt ins Esszimmer und werde dort das Cakeboard überziehen. Zum Präsentieren habe ich jetzt eine Cakeboardplatte genommen mit 30 cm Durchmesser und 1 cm Breite. Dafür nehme ich jetzt einfach Fondantreste, da brauche ich etwa 300 bis 400 Gramm. Ich habe jetzt Schokofondant und schwarzen Fondant gemischt und das Ganze auch so ein bisschen marmoriert ausgerollt. Zum Kleben auf die Platte nehme ich jetzt ein bisschen essbaren Kleber und verteile den mit meinem Pinsel. Und dann wird nur noch die Fondantdecke drüber gelegt und mit Alufolie ein bisschen strukturiert. Jetzt muss ich nur noch die Überschüsse wegnehmen und den Rand, den überklebe ich jetzt mit schwarzem Klebeband. Und so kann das Cakeboard jetzt einfach durchtrocknen, bis die Torte draufgesetzt wird. Zuerst wird jetzt die weiche Butter mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt in etwa 4 bis 5 Minuten zu einer weißcremigen Masse verrührt. Jetzt verrühre ich Mehl, Kakao, Backpulver und Natron und die Zutaten werden dann auch gesiebt. Jetzt rühre ich nacheinander die 6 Eier ein, das heißt immer ein Ei nach dem anderen und jedes Ei wird ungefähr 30 Sekunden eingerührt. Als nächstes kommt jetzt noch die rote Lebensmittelfarbpaste mit rein und da gebt ihr jetzt einfach nur so viel dazu, dass eben ein schönes Rot entsteht. Jetzt rühre ich den Essig, die Buttermilch und die Mehlmischung einfach abwechselnd in den Teig hinein und rühre jetzt aber nur noch so lange wie nötig. Ich habe jetzt wieder zwei funktionierende Backöfen, das heißt, ich habe jetzt die Menge und backe sie auf zwei Backbleche verteilt. Falls ihr nur einen Backofen habt, ist es besser, wenn ihr die Hälfte des Teiges zubereitet, erst einmal ein Blech backt und dann die nächste halbe Menge zubereitet und das zweite Blech backt. So steht der Teig einfach nicht unnötig herum und es wird alles richtig gut. Jetzt portioniere ich das Ganze, das heißt, der Teig wird auf vier Schälchen, also auf vier Backringe jetzt aufgeteilt. Und jetzt verteile ich den Teig und ziehe ihn am Rand so ein bisschen hoch. So backt er nämlich etwas gleichmäßiger durch. Und jetzt kommt der Teig in den vorgeheizten Backofen. Oh ja, der ist schon vorgeheizt. Ich habe nämlich schnell aufheizen gemacht, also gleich mal eine Funktion ausprobiert. Ach, und was ich noch dazu sagen möchte, ich werde den Backofen jetzt ausprobieren und dann nehme ich ihn auf jeden Fall in meine neue Küche mit. Also wäre ja schwachsinnig, ich würde ihn hier lassen, denn ich habe bald eine neue Küche. Also in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 Minuten. Ach Gott, ich habe ihn sogar begrüßt. Jetzt kann ich auch mit dem Ei weitermachen. Das heißt, hier habe ich jetzt schon das feste Ei. Und hier habe ich etwas Modellierschokolade, die schmeckt extrem gut. Und damit schaffe ich jetzt eine Basis und werde jetzt das Ei auch schön glatt machen. Und das Ganze wird echt schön mit den Fingern weich. Und ich kann das einfach ohne Kleber hier dran festmachen. Jetzt habe ich die Grundlage geschaffen. Jetzt erkennt man auch die Eiform richtig gut. Und jetzt werde ich die so nochmal antrocknen lassen. Das heißt, morgen stelle ich das Ei dann fertig, also am dritten Tag. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt heute erstmal Feierabend. Jetzt kann ich die Torte befüllen. Ich hatte jetzt die Kuchenböden über Nacht im Kühlschrank stehen und habe sie vorher einzeln in Frischhaltefolie eingepackt. Zum Befüllen habe ich jetzt hier eine Zartbitterganache hergestellt. Die passt geschmacklich sehr gut dazu. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, zum Beispiel eine französische oder auch eine italienische Buttercreme machen. Die passen nämlich auch sehr gut. Hier habe ich jetzt ein Cakeboard mit 20 cm Durchmesser und das bestreiche ich jetzt mit der Ganache. Und das hilft dann, dass die Torte eben hier drauf kleben bleibt. Da kommt jetzt der erste Boden drauf. Und dadurch, dass ich die so dünn gebacken habe, muss ich sie jetzt auch nicht durchschneiden.
Jetzt werde ich die Böden noch tränken, so bekommt man die Tortenböden noch ein bisschen saftiger. Und ich habe jetzt hier einfach Kaffee in so eine Flasche reingemacht und da vorne hat die ganz viele kleine Löcher und somit kann ich jetzt die Böden gleichmäßig tränken. Das geht aber auch mit einem Pinsel. Und jetzt streiche ich einfach immer ein bisschen Ganache zwischen die Kuchenböden und stapel die Torte und werde etwa 2, vielleicht auch 3 Kuchenböden aufheben für die etwas kleinere Torte. Und die Ganache, die ist jetzt ein bisschen flüssiger, weil es einfach hier ziemlich warm ist im Raum. Deswegen habe ich unten so ein Akkupad drauf, aber zum Befüllen ist diese Konsistenz wirklich sehr perfekt. Für die kleinere Torte habe ich eine 15 cm Platte und die lege ich jetzt hier drauf. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen was zuschneiden. Zur Hilfe nehme ich jetzt einfach einen Tortenring, der hat auch ein bisschen weniger als 15. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht ausstechen, sonst muss ich den Rand so arg ausfüllen mit Ganache. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mit dem Messer drumherum schneiden. Jetzt sind die Torten gefüllt und dadurch, dass ich die Böden im Kühlschrank hatte, zieht auch die Ganache schnell an und wird fest. Und jetzt kann ich die Torten einfach mit der restlichen Ganache einstreichen und glatt streichen. Und zuerst mache ich jetzt eine erste Schicht, das ist die krümelbindende Schicht und danach kommt die glatte Schicht. Die 2 Torten stehen jetzt im Kühlschrank und jetzt werde ich mich wieder um das Drachenei kümmern. Dieses bekommt jetzt nämlich Schuppen, das heißt, ich habe jetzt hier nochmal Modellierschokolade in Rot und Schwarz und jetzt habe ich bereits schon ein bisschen schwarz weich geknetet. Ich mache da einen Farbverlauf rein, das heißt, oben beginne ich mit Schwarz, dann wird es schwarz-rot, weiter unten ein bisschen heller Rot und später wird sowieso alles mit Pulverfarbe und so weiter noch ein bisschen schattiert, mattiert und noch glänzend gemacht. Jetzt kann ich erst einmal kleine Stücke nehmen und die dünn ausrollen. Und die Schuppen, die steche ich dann aus mit Hilfe von 2 Blätterausstechern. Einmal ein bisschen größer, einmal ein bisschen kleiner. Und dann werde ich die einfach so dran kleben. Und falls es nicht ganz kleben sollte, weil die Oberfläche hier jetzt schon trocken ist, nehme ich einfach ein bisschen essbaren Kleber.
ist da oben. Die Schuppen sind jetzt fertig. Damit mache ich später weiter. Hier habe ich jetzt eine Fondantdecke. Und zwar habe ich zweimal Weiß- und zweimal Bananenfondant zusammengemischt und auch so ein bisschen marmoriert gelassen und jetzt dünn ausgewellt. Jetzt kann ich die große Torte damit eindecken. Das heißt, ich besprühe sie jetzt mit etwas Backtrennspray. So wird sie angefeuchtet und der Fondant hält gut. Und dann lege ich jetzt hier die Decke drüber. Damit die Torte hier eine schöne Kante bekommt, werde ich sie jetzt einfach umdrehen und dann kopfüber glatt streichen. Die Torte gefällt mir so jetzt schon richtig gut. Die kommt in den Kühlschrank. Jetzt kann ich noch die ganz kleine Torte überziehen und die werde ich so machen, dass es aussieht wie ein kleines Tuch. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier die Reste, schaue, ob ich im Küchenschrank noch irgendwo Fondantreste habe, die etwas dunkler sind, kann das Ganze marmorieren, sodass es einfach aussieht wie ein schmutziges Tuch. Und ja, und die geht so lang im Kühlschrank. Das Tuch liegt jetzt herum und jetzt habe ich hier drei Farben. Ein dunkles Bordeaux, würde ich sagen, Orange und Schwarz. Und die Farben sind Pulverfarben, Lebensmittelpulverfarben. Und die werde ich jetzt einfach mit einem trockenen Pinsel aufs Tuch auftragen, sodass es einfach ein bisschen ungleichmäßig, ein bisschen schattiert wird und einfach ein bisschen schmutzig aussieht. Um diese tiefen Effekte zu bekommen, nehme ich immer eine dunkle Farbe und gehe damit dann ganz tief in diese Falten hinein. Jetzt ist die untere Torte dran. Da mache ich jetzt eine andere Technik, und zwar eine Nasstechnik. Die habe ich jetzt einfach mal so genannt. Ich habe jetzt einfach überlegt, das mache ich jetzt so, das funktioniert. Ich nehme jetzt ein bisschen Backtrennspray und sprühe die Torte ein. Jetzt einen breiteren Pinsel. Und die wird ja sowieso ein bisschen schmutzig gemacht. Hier habe ich jetzt auf meinem Teller ein bisschen Schwarz und dieses Orange gemischt. Und hier habe ich Gold und Schwarz gemischt. Und jetzt gehe ich einfach mit dem Pinsel ganz leicht rein und mache jetzt Streifen auf die Torte. Und jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Goldschwarz.
jetzt ist das Ei an der Reihe und ihr könnt es im Prinzip so lassen, so ist es auch schon schön, aber auch das Drachenei wird etwas hübscher, wenn wir ein bisschen Pulverfarbe nehmen. Dafür nehme ich jetzt ein bisschen Rot-Schwarz-Bordeaux und später noch ein bisschen Gold. Und das Ganze könnt ihr jetzt entweder wieder trocken bepudern oder wieder vorher mit Backtrennspray einsprühen oder aber auch die Pulverfarben einfach mit ein bisschen Alkohol oder Wasser vermischen und dann draufmalen. Jetzt werde ich noch den Game of Thrones Schriftzug machen und dafür habe ich jetzt Blütenpaste ganz dünn ausgerollt und ein bisschen antrocknen lassen. Da schneide ich mir jetzt ein Band zurecht und dafür eignet sich das Bicyclette hervorragend. Dann ist das schön gleichmäßig. So, und jetzt nehme ich einen Lebensmittelfarbstift, die dünne Seite, und kann jetzt den Schriftzug draufschreiben und dann kürze ich es einfach so entsprechend der Länge. Bin ich fast fertig. Jetzt fehlen nur noch die Schwerter. Die werde ich jetzt mit Metallicfarbe anmalen und dann nehme ich Lebensmittelpulverfarbe in Gold und Silber und ein bisschen Bronze und werde es dann noch besprühen. So, jetzt kann ich die Torte zusammensetzen. Wenn ihr noch ein bisschen Ganache übrig habt, falls ihr sie noch nicht fertig ganascht habt, dann nehmt ihr die jetzt und streicht sie hier auf die Tortenplatte. Und die Platte habe ich übrigens auch mit den Metallicfarben noch mal ein bisschen veredelt und trocknen lassen. Dann hat man echt so eine schöne Oberfläche, so eine richtig tolle Lackoberfläche. Und die Torte platziere ich jetzt nicht ganz mittig, sondern ein bisschen weiter hinten, denn ich habe noch den Schriftzug, der vorne dran muss und noch die Schwerter. Und deswegen ist es hier ganz gut. Und jetzt ziehe ich Handschuhe an, damit ich jetzt die Torte anfassen kann, ohne die zu zerstören. Und auch das Ei, denn wenn ich das jetzt anfasse, dann sind da Fingertapsen drauf, weil man ja auch Schweiß auf den Händen hat. Und von daher ist es so besser. Jetzt kommt die kleine Torte drauf und die ist ja ziemlich schwer und auch das Ei ist sehr schwer. Deswegen muss ich die untere Torte stabilisieren. Das mache ich jetzt mit Cake Pop Sticks. Die kommen jetzt hier rein und dann kann ich die jetzt hier kürzen.
kommt jetzt auch eine kleine Schicht Ganache drauf. So kann ich nämlich die Torte ankleben. Und die Stäbe werden später einfach beim Anschneiden der Torte vorher entfernt. Und dann hat man auch gar kein Problem damit beim Torteessen. Jetzt habe ich hier noch die Schwerter angeklebt und die musste ich ganz, ganz vorsichtig auf die Hand drauf nehmen und dann mit dem Kleber ankleben. Es sind da ein paar Stellen, da ist jetzt das Gold ein bisschen weg, aber das ist gar nicht schlimm. Die werde ich jetzt einfach noch ein bisschen nachbearbeiten. Jetzt befestige ich hier noch den Schriftzug, der ist noch nicht komplett durchgetrocknet. Und damit es aussieht wie so eine Fahne, schneide ich hier noch ein Dreieck ein und klebe es nur punktuell an, sodass es schön in Falten liegt. Jetzt kommt auch das Ei an die Reihe und damit es hier schön drauf sitzen bleibt, kommt jetzt ein Schaschlikspieß rein und dann kann das Ei aufgespießt werden. Und Murat, sollen wir die Torte anschneiden? Keine gute Idee. Warum? Weil der Serienstart ist morgen. Deswegen stimmt. Wartet drauf, wir machen vielleicht ein Instagram Live und ein Facebook Live. Das ist eine gute Idee. Ich würde das gerne mit den Jungs morgen machen. Okay, also köpfen wir dieses Drachenei jetzt nicht. Nein, das machen wir. Okay, dann lassen wir es und werden die Torte erst zum Serienstart am 17.07. essen. Genau, das ist nämlich morgen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich fand das jetzt wieder richtig cool, die Torte machen zu dürfen. Vor allem fand ich die Anfrage von Sky richtig toll. Mir macht es auch wirklich super viel Spaß, mir Torten auszudenken für die Filmbranche. Für uns ist das immer was ganz Besonderes, weil wir uns wirklich ganz, ganz viel Zeit auch nehmen können für die einzelnen Torten und für die Videos. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr auch Lust auf die Serie bekommen habt, dann könnt ihr auf Sky nachschauen. Das Sky Ticket Entertainment gibt es im Juli und August für jeweils 1 €. Wie gesagt, monatlich kündbar. Und ich werde auf jeden Fall jetzt auch in die Serie reinschauen. Ich würde das gerne mit den Jungs alleine anschauen. Also, okay, du kannst mit deinen Freunden anschauen, aber ich würde es wirklich mit den Jungs dann alleine. Dann machen wir das so. Ist ich ertrage das auch nicht, euch in den Ritterkostümen. Ja? Ich muss die ganze Zeit lachen. So ist es. Also, falls ihr das Rezept gerne trotzdem nochmal nachlesen wollt, geht auf sallys-blog.de, da steht es nochmal ganz genau. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und ganz viel Spaß beim Serienstart. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. So, ich werde die Prinzessin jetzt entführen. Nein. Die Königin, doch. Nein. Ich werde sie beschützen. Nein. Ja. Bleib weg. Komm, nimm den Dolch. Murat, der Jungs, Papa, komm. Der muss wegbleiben. Aua. Und die Jungs schauen sich jetzt morgen die Serie an. So, tschüss. Wo kommt jetzt der ganze Nebel schon wieder her? Ja. Warum ist in unserem Haus Samira? Nebel?
Murat und die Jungs, die freuen sich schon richtig drauf. Und momentan gibt es das Sky Ticket Entertainment für nur 1 €. Das heißt, im Juli und im August könnt ihr die Staffel 1 bis 6 komplett für insgesamt nur 2 € anschauen. Das Ganze... Und Snickers? Okay. Das Ganze ist monatlich kündbar. Ich brauche nur Snickers. Ich kann sagen, das sind sehr große Game of Thrones Fans. Murat. Steht dir? Bist du schon bereit für die neue Staffel? Wir sind alle bereit. Okay, und ihr könnt euch die Staffel entweder auf Deutsch oder sogar in der Originalsprache anschauen.